Ich würde sagen, du hattest einen relativ schwierigen Saisonstart, hast jetzt aber in den letzten Wochen eine deutliche Formkurve nach oben gehabt. Würdest du das auch so sehen? Ja, es war natürlich ein schwieriger Saisonstart. Ich spiele eine große Rotation und dann ist es immer schwierig, dann da reinzurutschen. Und durch verschiedene Verletzungen und auch durch meine Leistung, denke ich, habe ich jetzt größere Spielanteile gehabt und konnte das auch dann in ein oder anderen Spiel dann mehr überzeugen. Fühlst du dich zurzeit auch besser? Also es wirkt so, als hättest du einfach zurzeit wieder mehr Selbstvertrauen auf dem Feld. Natürlich, wenn man mehr Spielzeit kriegt und dann so eine gewisse Routine wieder, ist es dann natürlich leichter für einen, da auch souveräner zu sein. Würdest du sagen, hat sich irgendwas verändert? Ist im Training irgendwas Spezielles passiert? Ich habe einfach weitergemacht und meinen Kopf nicht hängen lassen. Und die Saison ist noch lang und das heißt jetzt nicht, dass das die ganze Zeit so bleibt. Ich mache einfach so meine Sachen weiter. Ich trainiere mit dem Co-Trainer, mache Einzeltrainingseinheiten und das Teamtraining und hoffe, dass es dann halt so weitergeht und was dann am Ende rumkommt, werden wir dann sehen. Aber bisher fühle ich mich gut. Was machst du so für Einzeltraining? Also wie häufig und was macht ihr da? Machen wir nach dem Training mal oder am freien Tag. Gehen wir dann in die Halle für ein Stündchen oder so und machen dann verschiedene Low-Post-Bewegungen, Ballhandling-Sachen, so an den kleinen Defiziten, die man halt hat, arbeitet man dann. Jetzt geht's Donnerstag gegen Malaga, wo ihr das Hinspiel mal extrem unglücklich verloren habt. Wie hast du dich gefühlt nach dem Spiel, als ihr diesen Dreier noch kassiert habt? Ja, ich glaube, so wie alle, wir waren natürlich extrem enttäuscht. Ich meine, wir haben das ganze Spiel über mitgehalten, hatten die Chance, das Ding eigentlich zu gewinnen. Kriegen dann so ein, zwei komische Pfiffe, gut, das gehört dazu. Ich meine, wir waren on the road und ja, dann der Buzzerbeater, das hätte so nicht passieren dürfen. Aber es ist leider und ja. Dadurch, dass wir die anderen Spiele jetzt gewonnen haben, haben wir immer noch eine Chance weiterzukommen. Und für uns wäre es ein riesiger Schritt, wenn wir das Heimspiel gewinnen würden. Ja, eigentlich sind wir guter Dinge. Gibt es nochmal eine extra Motivation, wenn man so knapp verloren hat? Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, die Hauptmotivation liegt einfach daran, dass wir weiterkommen wollen. Also es hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass wir das Spiel so knapp verloren haben. Das passiert im Basketball mal. Bei uns einfach ganz klar, wir wollen einfach den Schritt machen zu Top 16 und es liegt daran, die Heimspiele zu gewinnen und unter anderem das jetzt gegen Malaga. Es ist für dich, wie für viele, auch die erste Saison in der Euroleague, also gegen so wirklich die Europas Top-Mannschaften. Was sind so deine Erfahrungen, deine Schlüsse, die du bis jetzt über das Spiel in der Euroleague gezogen hast? Ich finde schon eine super Erfahrung. Also man weiß es wirklich zu schätzen, dass man die Chance hat, so auf dem höchsten Level spielen zu können. Das ist das höchste Level in Europa und da sind einige Top-Spieler dabei, in denen man so dann über den Weg läuft und von denen man sich dann vielleicht nochmal was abgucken kann und so. Man guckt viel Video von den ganzen Top-Teams, also man beschäftigt sich einfach viel intensiver mit der ganzen Geschichte Euroleague und ich glaube, dass für die persönliche Entwicklung eines Spielers schon ein recht guter Schritt ist.